Mein Vater sagte die ganze Zeit, schaut nicht nach hinten. Ich bin die Fatime, bin 20 Jahre alt, komme aus dem Kosovo, arbeite momentan in Helios Park Klinikum als Krankenschwester in Anerkennung. Bin 2014 aus Kosovo geflüchtet. Naja, es war ein ganz normaler Tag. Es waren ganz normale die letzten 2 Wochen, wo wir nichts davon wussten. Und auf einmal ist es so passiert, ich und meine Geschwister, wir hatten 2 Tage frei, Samstag, Sonntag, Wochenende. Es war eigentlich ein ganz tolles Mittagessen, den wir genossen haben. Und auf einmal kam der Spruch aus meinem Vater und gesagt, dass wir nicht hier sein müssen, damit wir ein gutes Leben haben können. Daher, dass damals die Zeit war, wo alle geflogen sind, also alle geflüchtet halt nach Deutschland, war auch sehr problematisch, an die Grenze drüber zu kommen. Ich meine die serbische Grenze. Wir gehen einfach los, wir versuchen. Also keiner wusste, wohin. Also mein Vater hat nicht gesagt, dass wir nach Deutschland gehen. Der hatte aber irgendwie im Gedächtnis gehabt, dass er nach München möchte. Aber wir wussten halt nicht davon, wo wir hinlanden. Mein Vater sagte die ganze Zeit, schaut nicht nach hinten, obwohl wir die noch mal sehen wollten. Wir waren sehr gut integriert, sage ich so mal. Ich war in 2 Fußballteams, ich war in 2 Theatergruppen. Und irgendwie, für mich war meine Heimat dann halt Berlin. Das ist dann auf einmal passiert. Ich hatte ein Spiel, ein Fußballspiel in der Schule an dem Tag. Und dann sind halt 5 Uhr morgens einfach die Polizei reingekommen. Keiner weiß irgendwas. Ob du schläfst oder nicht, keiner fragt dich dazu. Einfach für vormorgens sind Polizei reingekommen und die wollten uns einfach mitnehmen. Und keiner kann auch was dagegen. Ich habe dann wieder angefangen, also an dem Punkt, wo ich im Flugzeug saß, ich habe gesagt, ich komme hier wieder. Wenn man in diesem Haus reingeht, dann, also nach 1,5 Jahren, dann denkt man so nach, hier bin ich durchgelaufen und habe den Kopf nicht mal hinter mir gedreht, um nachzuschauen, was ich hier lasse. Und jetzt bin ich hier wieder. Als ich hier in Leipzig gekommen bin, irgendwie war das so, naja, wie soll ich das erzählen? Also das sind Gefühle, die man nicht im Wort erfassen kann. Also ich habe mir wirklich hier nicht fremd gefühlt. Also das war wirklich, ich wurde hier so gut angenommen. Okay, die wollen mich haben. Die sind froh, dass ich da bin. Und das hat mich wirklich so ein bisschen diesen gutes Gefühl gegeben, diesen Angewöhnheit gegeben, dass ich wirklich auch ich sein kann und mit jedem so offen reden kann, wie ich es so mag. Das ist für mich jetzt so irgendwie wie meine Stadt hier. Ich fühle mich halt nicht fremd hier. Ich fühle mich so wirklich angenommen. Also ich denke schon, wenn ich den Ort ändern würde, dann schon, aber Helios wird da auch eine Weile schon stehen auf meiner Planliste, ja.
Ansonsten, ja, meine Stationsleiterin ist toll. Also, egal wie viele Wörter ich jetzt sagen würde, die reichen einfach nicht. Die ist sogar gestern bei mir gekommen und hat mir noch 2 Tage freigegeben. Die meinte, das ist zu viel für dich. Ich so, ich will doch arbeiten. Nee. ja, ich kann mir schon denken, dass Helios wirklich meine berufliche Heimat ist und auch so bleiben wird in den nächsten paar Jahren, denke ich mir schon. Also ich bin wirklich sehr gut aufgenommen in meinem Team. Also hier ist erstmal das Ziel, dass ich den Anerkennungsprüfung bestehe. Ich habe ja den Führerschein im Stiche gelassen im Kosovo wegen des Visums und den will ich natürlich auch zu Ende machen. Und ja, ich will schon allgemeine Medizin studieren.